Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Glühbirnen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nun hast du Zugriff auf die Glühbirnen deiner Scheinwerfer. Um die Lebensdauer deiner Glühbirnen zu verlängern, raten wir dir an, das Glas nie mit deinen Fingern anzufassen oder ansonsten die Glühbirnen mit einem Haushaltspapier gründlich zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt. Um die H4-Glühbirne des Abblend- und des Fernlichts zu wechseln, entfernst du die Stromklemme, indem du daran ziehst. Entferne die Gummiabdeckung der Glühbirne. Um die Glühbirne herauszunehmen, musst du gleichzeitig drücken und nach rechts ziehen, um den Haken des Haltestifts zu lösen. Drehe den Haken nach unten und entferne die Glühbirne. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Für den Wiedereinbau ist die Richtung der Glühbirne wichtig. Mach die Stellen der Führungen aus, dann bringst du die Metallklammer wieder an. Setz die Gummiabdeckung wieder auf und steck den Steckverbinder wieder ein. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Um die Glühbirne des Standlichts zu ersetzen, halte die schwarze Stromklemme fest. Drehe sie um eine Vierteldrehung nach links und ziehe mit leichten Hin- und Herbewegungen daran. Die Glühbirne kannst du ganz einfach herausziehen. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Setze die neue Glühbirne wieder in den Sockel ein. Installiere das Ganze dann im Scheinwerfer und drehe es um eine Vierteldrehung nach rechts. Um die Glühbirne des Blinklichts zu wechseln, halte die Glühbirnenhalterung fest und führe eine Umdrehung im Uhrzeigersinn durch. So sollte sich das Ganze einfach lösen. Um die Glühbirne zu entfernen, musst du darauf drücken und eine Vierteldrehung ausführen. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Beim Einbau wird der Vorgang umgekehrt. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.